Wenn unterhalb der Bavaria die Kapellen spielen, weiß man, es ist soweit. Halbzeit auf dem Oktoberfest. Für den 80-jährigen Wiesenwirt Günther Steinberg hieß es beim Platzkonzert das erste Mal nach 40 Jahren dirigieren. Ja, es ist eigentlich einer der Höhepunkte vom Oktoberfest. Es gibt meiner Ansicht drei Höhepunkte. Das ist der Einzug, wenn man das erste Mal einzieht und dann bejubelt wird und die Bedienungen links und rechts sich begrüßen. Das ist dann der Schluss am letzten Tag, wenn wir dann im Zelt mit den Sternwerfern uns verabschieden. Und natürlich dieses Wiesenkonzert hier mit allen Blaskapellen an der Bavaria. Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Tag. Jetzt, ja, der ist sehr, sehr wichtig für ganz viele Leute und wir spielen halt eine wahnsinnig schöne Musik. Das Bier fließt, es wird geschunkelt, getanzt und gesungen. Die Halbzeitbilanz der Wiesen kann sich sehen lassen. Rund 3,3 Millionen Gäste haben das Oktoberfest bereits besucht. Das sind ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Die Eudewiesen ist mit 10.000 Besuchern mehr sogar noch beliebter als im Vorjahr. Ich glaube, es ist von den letzten Jahren her sicher die beste Wiesen, die erfolgreichste Wiesen. Aber obwohl so viele Menschen da sind, trotzdem noch eine gemütliche Wiesen. Es läuft einfach wirklich gut. Also ich würde mir sehr wünschen, dass die zweite Hälfte auch so läuft, dann sind wir alle zufrieden. Ich denke, der Bierumsatz ist marginal etwas hinterher. Aber wie gesagt, es hängt an einem Regentag. Aber das holen wir noch auf, weil heute ist das super Wetter und die Leute sind durstig. Ich denke, da werden wir ungefähr ans Feuer hinkommen. Beim Essen stieg in diesem Jahr besonders die Nachfrage nach regionalen Produkten. Der Schaustellerverband erhofft sich, dass die zweite Hälfte genauso gut weitergeht wie bisher. Wir haben von den Kinderfahrgeschäften bis zu den Neuheiten einen guten Zuspruch. Der Wettergott meint es gut mit uns, was will man mehr? Auch was die Sicherheit betrifft, ist die Halbzeitbilanz positiv. Rund 1000 Polizeieinsätze gab es in der ersten Wiesenwoche, 465 Straftaten wurden gemeldet. Die All-Time-Classics, die man natürlich bei einem Erfolgsfest hat, das sind die Eigentumsdelikte, das sind die Körperverletzungsdelikte. Dadurch, dass wir relativ viel kontrollieren, haben wir natürlich auch Zugriffszahlen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Aber wir dürfen auch ein Thema nicht ganz unterschlagen, das ist der Bereich der Sexualdelikte. Da haben wir aktuell 25 Fälle. Das ist nicht viel, aber durchaus etwas, wo man natürlich drüber sprechen muss. Der Sanitätsdienst meldet einen regulären Verlauf. Rund 3.500 Patienten haben sie bisher versorgt. Der einsatzkräftigste Tag war der mittlere Wiesensamstag mit 674 Patienten. Die häufigsten Fälle sind tatsächlich immer noch die Alkoholvergiftungen. Da ist ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. An zweiter Stelle kommen gleich die traumatischen Ereignisse. Das klingt sehr schlimm, aber hier geht es um kleinere Verletzungen, um Schnittwunden, um umgeknickt. Also da ist alles mit dabei. Dichtes Gedränge vor der Bavaria gab es am Sonntag beim Standkonzert. So, und beim Tölzer Schützenmarsch, da hört jetzt mal jeder auf mich. In diesem Sinne auf eine genauso schöne und friedliche zweite Wiesenwoche.